Ja, servus Leute, wir sind wieder zurück bei Thief, dem schönen Let's Play, Folge 13 diesmal. Nach einer längeren Pause sind wir zurück und sehen hier schon den ersten Bug. Yay! Wunderbar. Wunderbar. Kann man dagegen schlagen? Ne, hier drin kann man nicht schlagen. Nee, wir sind im Glockenturm. Kannst du mir eine Uhr stellen, schnell noch? Ah, mach mal. Ja, wir sind ja hier stehen geblieben vor diesem mystischen Licht und wir sollen Besso in der Black Alley treffen, falls es schon ein paar vergessen haben. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen gleich mal hier zum Stone Market. Ladescreens. Wir hoffen, ihr habt euch schon dran gewöhnt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Überanstrenge dich nicht, sonst hast du nicht genug Ausdauer, wenn du sie drin brauchst. Wow, größter allgemeiner Rat ever. Geiler Rat. Nimm Lebensmittel aus deinem Inventar zu dir, um einen Teil deiner Gesundheit zu regenerieren. Wozu sind Lebensmittel denn sonst da? Zum Essen. Achtung, ihr Diebe! Von heute an wird jeder Bürger, der beim Diebstahl erwischt wird, am Halse aufgehängt. War noch nichts Neues. In dieser Stadt wechselt nichts den Besitzer, ohne dass Basso es weiß. Er sagt, das ist eine Gabe. Und in meinem Gewerbe stimmt das wohl. Hier kann man nochmal springen. Leertaste? Leertaste? Leertaste ist hier bei dir. Ja klar. Was ist das? Achso, das ist... Ja, ich spiele übrigens hier. Und ich kann neben seinem Laptop umgehen. Kann man sprinten? Ah, mit Shift. Ja, nur, alles normal. Ach, ich könnte schwören, ich hätte gestern einen Mann in Schwarz auf den Dächern vor unserer Wohnung gesehen. Auf den Dächern? Was hat er da gemacht? Weiß nicht, ich bin vom Fenster weg. Wenn ich ihn nicht sehe, sieht er mich auch nicht. Ich spiele gerade DayZ, Leute, deswegen kenne ich mich mit so einer normalen Spielestörung nicht mehr aus, weil wenn einer weiß... da hochgehen? Nicht da runter. Ja, da hoch? Rechts? Da? Da komm. Hoch. Geht das nicht? Ich habe gar nicht gesehen, dass es geht, stimmt, ja. Jetzt sind wir auf den Dächern. Ja, cool. Jetzt müssen wir irgendwie ein bisschen nach unten. Oder erstmal das Zeug da holen. Man weiß ja nie. Geld regiert die Welt. Und wer Geld hat, der gewinnt. Ich sehe noch dein Gesicht. Da müssen wir echt runter. Was mir noch aufgefallen ist, wir sollten mal zu diesem einen komischen Mechanikertypen gehen. Wieso? Bei dem, der gibt dir ja nicht nur eine Mission, sondern der ist auch so ein Ausrüster. Also, der eine Typ verkauft nur Pfeile und so ein Scheiß. Ja, reden wir noch kurz mit Basso hier, oder? Oh, klar. Vielleicht kriegen wir auch noch eine Nebenmission. Ja. Die machen wir so gern. Komm mit. Jemand will dich sehen. Warum mich? Ein sonniges Gemüt, die anregenden Gespräche, keine Ahnung. Du hast den Ring für ihn gestohlen, musst ihn beeindruckt haben. Wer ist er? Er heißt Orion, der Einzige, der gegen den Baron aufbegehrt und sich für Leute wie dich und mich einsetzt. Also, zumindest für mich. Was er sagt, leuchtet ein. Das gibt's ja wirklich nicht oft. Für meinen Geschmack nicht. Ich sehe noch dein Gesicht. Er hilft hier unten den Opfern der Schwermut. Schön, dass mal jemand zu seinem Wort steht und was tut. Und, sei nicht zu sehr... Du weißt schon, du. Wir brauchen das. Ah. Besso. Gut, dass ihr da seid, Garrett. Ihr bezahlt, oder nicht? Von dem bisschen, das ich habe, ja. Dann habt ihr jetzt meine Aufmerksamkeit gekauft. Gut, bitte. Begleitet mich. Der Baron zieht Fortschritt dem Schmerz vor. Metall und Stein statt Fleisch und Blut. Und seht, was passiert ist. Ich misch mich nicht in Politik ein. Ah ja. Ihr seid ein stolzer Einzelgänger.
Glaubt ihr wirklich, das ginge euch nichts an? Für mich passt so. Aber wie lange? Garrett! Garrett, ich rutsche! Es ist auch eure Stadt. Was ist passiert? Eine Ohnmacht. Geht's euch gut? Für meinen Geschmack nicht. Ich sehe noch dein Gesicht. Was braucht ihr von mir? Ich brauche ein Buch. Das einzige seiner Art, das noch existiert. Es heißt, es sei irgendwo im Haus der Blüten versteckt. In diesem Bordell gehen Tag und Nacht die Reichen ein und aus. Diskretion ist alles. Ich bin eigentlich kein Freund des Diebstahls. Aber in Zeiten wie diesen. Der Politiker, der stehlen lässt. Klingt ganz normal. So wie ein Dieb, der für die gute Sache steht. Ich hole euch das Buch. Ihr sichert damit auch eine bessere Zukunft für alle. Ich werde es mir merken. Okay, das schön. War natürlich jetzt eine lange Zwischensequenz. Wir müssen also das ins Haus der Blüten. Ich war nie dort, im Gegensatz zu jemandem. Tolles Bordell, erinnert mich voll an Dishonored, und zwar richtig. Ich kenne Dishonored nicht so gut, um ehrlich zu sein. Ist auch ein Bordell. Ja, Golden Cat. Ist aber typisch für so ein Mittelalter-Game, oder? Ja, ja. Wollen wir erst nochmal zurückgehen? Ja, ich wollte halt zu dem Ausstatter gucken, also zu diesem... Ich kann auch erst nochmal kurz zum Besso schauen, der ist näher. Ja, okay, mach mal eben Karte oder so, dann können wir... Ich war schon bloß so ungefähr los. Boah, fuck. Wie kann man sich ducken nochmal? C. Ich kann gar nichts mehr, Alter. Das ist schon so lange her, dass wir gespielt haben. Nein, 2 Wochen ungefähr. So lange ist eigentlich noch gar nicht her. Liest du Zeitung? Da steht, die Tierkeulung hat funktioniert. In der Tat, die Tiere sind alle tot. Hier sollte der... Alter, was rennst du so wie ein böser Bär? Er sagt, du bist tot. Nein, ich doch nicht. Doch, bist du. Komm. Ehrlich gesagt, ich hätte gesagt, versteck dich auf dem Dach und renn über die Dächer, aber egal. Ein bisschen Action hier. Beim Schleichspiel. Okay, tut mir leid, Leute, ich hab die ganze Stimmung vermisst. Okay, die Musik ist echt nervig, muss ich sagen. Du Holz, da hab ich gerannt. Er wurde gehängt wegen Schützenverbrechen. Vermutlich war. Wir sind die Wachen, nicht die Wahl, war zum Glück. Die gehen ja immer so rum, jetzt ist es weit. Ich glaube, jetzt kann ich rein. Das ist ja verkrüppelte Berg. Nee, woher wusste das eigentlich, dass man da was kaufen kann? Hast du irgendwo gelesen? Das kam bei so einem tollen Hinweis beim Cutscene. Als ich das Video geschnitten habe, habe ich das gelesen. Stimmt, ja, das hast du mir schon mal erzählt, glaube ich. Vergesslich. So, wenn der Beste da jetzt überhaupt ist. Sie ist ja auch da gar nicht. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Können wir uns irgendwas kaufen? Wir gehen mal einfach zu diesem... Vor einem Jahr gab's noch Hoffnung. Doch nun verrottet die Stadt. Schwermut, Hungersnot, die leeren Versprechungen des Barons. Was war das für ein Move am Ende? Was hat Northquest uns gegeben? Ich habe etwas für all eure Ruchlosen. Wisst ihr, vielleicht sollten wir uns aber gar nichts kaufen, wir wollten doch so Rüstungen kaufen. Wie? Wir wollten jetzt doch zu diesem Ausrüster, da brauchen wir doch auch Geld.
Ja, wie viel Geld haben wir denn? 955. Ja, dann lass es erstmal. Was ist noch? Wir brauchen jetzt an sich irgendwas, oder? Schau. Achso, wir haben auch letztes Mal es gekauft. Ja, eben. Nerven nicht, die ganzen Leute. Die Schwermutruben geworfen werden. Er sieht eine Stadt, aber ich kann hier gar nicht ziehen im Bogen. Aber die Götzen lassen sie nicht sterben. Orion, schon zurück. Nee, oder? Doch. So viele. Klar. Ich meine jetzt alle, oder was? Ja. Wenn du das machst. Geld regiert die Welt. Und wer es hat? Ja, okay, dann machen wir das. Den hätte ich auch. Das mache ich alles nur in dieser Folge. Wie lange dauert die Folge? Ja, schauen wir mal nach. Du hast echt Mut, wenn du das machst. Oh. Gehen wir jetzt auf jeden Fall. Gehen wir jetzt auf jeden Fall noch zu den Feinden. Kann man sich ja auch einfach so einen Wegpunkt setzen auf der Karte? Weiß ich nicht. Ich mach einfach die nächste. Ja, hier jetzt nicht, weil dann bin ich jetzt in dieser kleinen Karte. Nee, ich will jetzt erst noch zum Ausstatter eigentlich. Ja, ich muss auf die Karte gucken. Versteht euch! Er bringt Veränderung! Sofern ihr nur zu ihm halten würdet! All diese Schreier, ey. Nervig, ja. Gönn alle einmal durchs Gesicht gewienert. Ach ja. Kann man nicht da auch irgendwie hin herumschleichen zu dem Tee? Ja, guck halt auf der Karte eben. Nee, stimmt, ich weiß schon, wo das ist. Zielkarte ansehen. Da, bei dem. Dahin, genau. Das bringt mir nichts irgendwie. Du hättest einfach den anderen Ausgang nehmen müssen, wahrscheinlich. Und da hinten ist die... Bei der Ratte ist doch diese Tante wieder, okay? Ah, okay. Du bestehst da leicht scheiße. Aber es ist so dunkel. Ich sehe die keine Sau. Jetzt kannst du schon rennen. Jetzt kannst du rennen. Habe ich mir den Weg gemerkt. Mussten wir nicht da durch? Hier unten ist er doch. Okay. Ja. Ah, da. Ektors Andelshaus. Mal gucken, was der hat. Oh, das hätte ich gern. Was auch immer mir das bringt. Geht eurem Geschäft nach, aber vergesst euren guten Freund Ektor nicht. Ich brauche euch schon bald. Mechanik ist nochmal mein Fachgebiet. Der gibt uns überhaupt nichts. Du musst halt eh drücken, hast du eh gedrückt. Dann habe ich bestimmt Zeit. Verwendung für eure Nein. Talente. Ich drück die ganze Zeit Ich bin jetzt eine Weile beschäftigt. Kommt bitte später wieder. Na, meinem Metallmann fehlt noch etwas. Vielleicht erst, wenn er seinen Metallmann fertig hat. Oh, schade. Na, dafür wird ihm gleich mal das Licht ausgemacht. Ja, wollten wir gar nicht mehr lesen. Nee, nix. Die geht nicht auf. Tja, dann. Ne Mission! Wo ist denn die nächste? Ich glaube, die war eh direkt nebenan, ich so auf die Art. Beobachtung ja. Nicht ab. Ja, ja. So. Ziele? Da. Ja, einfach oben drüber. Den Bankraub wollten wir nicht machen, ne? Ne, den wollten wir dann später nochmal machen. Die da. Nachlass einer Lady. Oh, würde ich mal sagen, links hoch. Da ja. Suchen, oder was? Ja, wir müssen wieder da durch. Da. Nein. Da zwischen den Kisten ja, ja. Durch. Hätte ja sein können, dass es hier schon überhaupt der absolute Geheimweg ist. Hä? Achso. Eine geile Ladesequenz. Ich denke mir da bloß immer, wer stellt sich so komische Barrikaden auf? Wer macht sowas? Vor allem dieser Posten fällt dann jedes, den macht er jedes Mal wieder zurück. Warte mal, was ich gestern Abend im Black Pharaoh gesehen habe. Spuck's aus, ich rate nicht. Also gut, die Wache wollte diesen irren Götzen ja. Verhaften. Jacob. Hat er ja. Sich gewehrt? Könnte man sagen.
Er ist gegen drei Wachen angetreten. Zwei lagen mit gebrochenen Ich hoffe, du hast dir nicht die Schwermut. Alter, ja, du sollst nicht andere Leute abschießen, die. Ich wollte nur mal ziehen. Ich wusste nicht gleich, dass der gleich aggro wird. Okay, da kommen wir auf jeden Fall nicht so rein. Vielleicht. Wieso wird der denn gleich aggro und irgendwelchen Bogen spannen? Ja, weil du auf ihn gezielt hast. Das war nur so, hab ich nur so getan. Ja, klar. Und dann sagt er halt so eine schlechte Aussage wie: Ich glaube, da hat sich was bewegt. Ist auch gehört, oder? Hier Türen auf. Vielleicht sollte ich es ignorieren. Ey, das ist doch voll gefailed, irgendwie alles gemacht. Oh, du Arschkeks. Ich hab doch gar nichts gemacht. Du hast die Tür geknackt. Ja, und? Also, es ist wie in Skyrim. Wenn dich jemand dabei beobachtet, bist du am Arsch. Ja, wie kann ich das denn wissen? Ich dachte, es wären einfach Passanten. Ja, egal. Passanten sind auch Leute, die Wachen alarmieren können. Ah, einfach mal runter geht. Ja, das ist halt schon wieder nervige Musik, Leute. Ich hab nichts Wertvolles. Was ist denn das? Was? Was soll das? Was ist das für ein Wegpunkt? So geht es die Maus auf einmal nicht mehr. Ah, arg. Passiert so öfters? Nee, das. Ja, doch, das passiert halt, weil die Treiber sich crashen. Das ist halt leider Gottes, lässt sich das nicht abstellen. Okay, war jetzt nicht weiter schlimm. Fürchterlich. Er ist immer noch hier, oder? Okay. Wahrscheinlich musst du dort. Da erstmal vielleicht? Ja, genau. Geld! Was? Okay. Mich interessiert nicht. Neue Karte F1. Ja, das war wieder so ein Geheimraum, etc. Ja, wo? Darunter. Aber da liegt noch irgendwo was. Da liegt. Ja, ist das gerade eben erst angegangen, das Licht, oder was? Ja. Du hast da so eine Klappe runtergemacht und dann ging das? Ich habe einfach da auf den Knopf gedrückt. Ja, eben. Geheimknopf. Fertig, und jetzt da runter. Und schon bist du da. Ja, das ist Musiklänge benötigt. Die hätten wir uns vielleicht kaufen sollen, bevor wir hergegangen sind. Wo kann man die denn kaufen? Keine Ahnung. Ja, bei dem Ladentyp halt, der beim Besso ist. Echt? Wahrscheinlich schon, ja. Durch. Hä, aber da ist doch gar nicht die Mission, das Bild zu nehmen. Das ist doch nicht die Mission. Die Mission ist. Warte. Testament. Ja, dann ist das irgendwo im Haus, wahrscheinlich oben drüber oder irgendwie so. Durchsuch halt das Haus. Also einfach irgendwo ein Testament finden. Wahrscheinlich irgendwo oben auf dem Nachtschrank oder so. Aber hier ist doch der Wegpunkt, das verwirrt mich. Tut mir leid, wir machen das. Ja, dann ist das halt so gemacht. Das ist verbuggt oder was? Nee, ich denke eher, dass es halt so nur angezeichnet ist, wo sich das befindet. Also wenn es hier irgendwo in den Schubläden oder so. Ja, wenn irgendwo im Haus. Wahrscheinlich eher oben im Schlafzimmer. Wo würde ich denn mein Testament verstecken? Ja, aber es gibt kein Schlafzimmer hier. Ja, was mit Türen aufmachen? Die gehen nicht auf die Tür. Okay. Ja, warte, dann geh nochmal runter. Was? Ihr wollt mich doch verarschen. Ja, wenn die da stehen, stehen die da. Ja, geh runter. Soll ich mal rausgehen oder soll ich hier unten bleiben? Ja, warte mal ab. Kann ich da hoch vielleicht? Das schwere Ding muss sich bewegt haben. Doch. Aber das bringt dir nichts. Ich werde krank. Wahrscheinlich hier. Tut mir leid, wer kommt da drauf? Das wird Lady Christinas Kinder von ehrlicher Arbeit abhalten. Das war jetzt nicht so leicht, um ehrlich zu sein. Ja, das war schon irgendwie krass toll versteckt. Ja. Hier könnt ihr es euch durchlesen, wenn ihr wollt. Dokumente sind eigentlich weniger spannend, müssen wir ja schon sagen. Das ist, also, es ist sowas wie Deutsch. Buchstaben. Ey. Ja, du musst schon klettern. Ich hab's ja versucht. Oh, ja. So, next mission. Gut. Das Bild ist uns einfach mal egal.
Wir sammeln eh nicht alle Collectibles. Willst du die Fackel ausmachen, meinst du? Nee, ist eine Lampe. Ich meinte auch, dass es eine Fackel war, deswegen. Ich stelle mich da mal neben die Tür kurz, um die nächste Mission auszubilden. Ja. Ach so, es geht auch nicht. Ist das Spiel echt schlau. Warte. Stopp. Okay, die gehen auf und ab. Das ist jetzt auch... Ach, stell dich einfach dahinter. Kannst du jetzt auch einfach durchgehen. Das sind eh nur Passanten. Nee, das sind Wachen. Der passt auf. Ja, die passen beide auf. Dann bin ich am Arsch. Ich könnte auch einfach rennen. Ja, eben. Aber dann fängt dann diese malige Musik an. Egal, oder so. So, jetzt bist du eh versteckt. Da guckt eh keine Sau. Da muss ich ja wieder umdrehen. Mutter hatte recht. Ja. Mit geschlossenen Augen sieht die Stadt am besten aus. Keiner hat mich gesehen. Und jetzt. Warum gehst du zurück? Ich muss ja wieder zurück in einen anderen Bezirk. Nein! Also in einer Stone Market. Vielleicht ist in diesem Bezirk auch noch eine Mission. Du hast es doch gerade gesehen, dass da nichts war. Du warst nur im Haus. Das war die Karte vom Haus. Das war nicht die Karte vom ganzen Bezirk. Ja, wir sehen es ja jetzt, ob da noch was ist oder nicht. Ich kann ja wieder zurückgehen, ist jetzt nichts Problem. Okay, nur die Bankmission wahrscheinlich. Die sind alle da unten. Okay. Die nächste, ein weiter höher. Hier Prestige, das Wahnsinns. Die ist die nächste. Pinselstrich. Oder Pinselstrich. Boah, Prestige. Voll Prestige gelesen irgendwie. Aber was müssen wir eigentlich suchen? Gemälde. Gemälde. Da müssen wir aber eine Rasierklinge kaufen davor. Weil wir können keine Gemälde klauen ohne Rasierklinge. Ja, okay, den Weg zum Besser kennst du ja hier schon auswendig. Okay, sollen wir nochmal zurückgehen und noch dieses Bild abhauen? Oder? Nee, wir brauchen. Nee, wir sammeln die Collectibles jetzt nicht so. Aber wir können uns natürlich erstmal. Ich meine, wenn es eine Xbox wäre, würde ich es machen. Aber ich sammle keine Steam Achievements, es tut mir leid. Mach ich auch nicht. Ich weiß nicht mal, ob dafür irgendwo mal was war, aber gab's. Das verstehe ich auch gar nicht. Wieso macht man eine Collectibles in einem Spiel Steam-Spiel? Nee, ich glaube, es wurde doch geändert bei Steam, dass man jetzt irgendwas dafür kriegen kann. Boah, schlag mich tot. Collectibles wäre man doch eigentlich nur bei einem Gamerscore. Also auf der Xbox. Was auch irgendwie einen Sinn hat, das zu sammeln. Nee, bei Steam wurde das, glaube ich, geändert, dass man, wenn man viele Collectibles und so hat, dann kriegt man so Punkte oder irgend so einen Scheißdreck, also wie bei Origin, irgendwie so einen Scheiß. Meine ich gelesen zu haben, echt? Irgendwann mal. Okay. Ich befasse mich nicht so damit. Manchmal musst du deine Grenzen kennen. Solche Sprüche stehen bekommt. Jetzt halt doch mal dein Maul! Doch nun verrottet die Stadt! Kann ich erschlagen? Nein, stimmt, habe ich vorhin schon probiert. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier eine kurze Aufnahmepause und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Es waren schon 22 Minuten, wir wollten nur 15 oder so machen, ist ja auch egal. Wir sehen uns wieder und kaufen die Rasierklinge. Servus Leute, bis dann. Tschüss! Hat uns gewarnt, dass die Wache das Blut unserer Freunde vergießen würde, dass unsere Familien in die Schwermutgruben geworfen würden. Er sieht eine Stadt am Abgrund des Todes. Warte mal. Das kann man ja zu uns schneiden. Hallo? Die Aufnahme, Key. Ich geh mal bloß jetzt. Vielleicht backt das nur eben, warte mal. Nicht, dass die Aufnahme halt jetzt verloren gegangen ist. Nee, die geht wohl nicht verloren. Ne, die ist aber noch nicht fertig. Wir müssen noch, das könnte ich einfach abbrechen, glaube ich. Das muss ich dann irgendwie hinkriegen.